Ahoi, liebe Klemmerstein-Fans, hier ist wieder euer Captain Baubär. Und dieses Mal, es ist der zweite Dienstag im wunderschönen November 2022. Das heißt, es ist an der Zeit für eine neue Folge der Klemmbaustein-News. Und zwar alternative Anbieter. Sprich, alles außer Lego. Und Bluebricks und Kobi. Warum, wieso, weshalb? Ziemlich simpel, Bluebricks macht genug Werbung auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Wer über Bluebricks-Neuheiten informiert werden will, der kann sich das angucken oder halt den Held der Steine, je nachdem, wie umfangreich man das gerne hätte. Und Kobi hat auch eine unfassbare Fanbase da draußen inzwischen, die besser informiert ist, als ich es je sein könnte, weil das Thema Kriegsspielzeug mich einfach nicht tangiert. Deswegen finden diese Hersteller nicht bei mir statt. Lego ab und zu, wenn sie ein richtig tolles Modell haben, dann kommt es auch mal wieder rein. Ansonsten geht es um alternative Klemmbausteinhersteller bzw. Alternativen zu Lego. Es gibt die vier goldenen Regeln. Eine habe ich schon vorweggenommen, das ist nämlich die Regel Nummer 1, die ist ganz wichtig. Kein Kriegsspielzeug, keine Waffen, keine Panzer etc. pp. Interessiert mich nicht, kann ich wenig zu sagen. Prinzipiell nicht so mein Genre. Hat nichts damit zu tun, dass ich Leute nicht verstehen kann, die das toll finden. Es ist einfach nur nicht meins. So. Die zweite Regel ist auch relativ simpel. Ich suche die Sets vorher raus, gucke, ob da so ein bisschen was Besonderes dran ist oder ob die von Interesse sein könnten. Das ist alles, was ich an Vorarbeit leiste. Das ist auch schon bei der mittlerweile nicht ganz so unüberschaubaren Anzahl an Herstellern ein gewisser Aufwand. Aber wir entdecken die Sets hier gemeinsam. Ja, das heißt, ich habe keine Ahnung, ob das Set was taugt oder ob es in irgendeiner Weise dann sich beim Betrachten nicht doch als Rohrkrepierer herausstellt. Deswegen nimmt es mir nicht so übel, wenn man dann manchmal auch selber entdeckt, so okay, Rohr ist doch nicht so das Geilste. Die dritte goldene Regel ist, es gibt keinerlei Release-Termine bzw. Kataloge der hier vorgestellten Hersteller. Ich sage das immer wieder, weil ich immer wieder nach Preisen und Verfügbarkeiten und wann kommt es in deinen Shop und so weiter gefragt werde. Ich kann es nicht sagen. Es ist einfach so, es gibt wirklich keine Planbarkeit da. Die Importeure, die für mich die Sets importieren, die sind auch darauf mehr oder weniger angewiesen, dass der Container losgeht und dass es dann irgendwann mal hier in Deutschland ankommt. Deswegen, es gibt keine offiziellen Preise, es gibt keine offiziellen Release-Termine. Wenn ihr ein Set unbedingt haben wollt, es gibt genug chinesische Shops, die diese Sets relativ zeitnah im Angebot haben. Man muss dazu sagen, die Preise sind inzwischen so weit nach oben gefahren durch die höheren Versandkosten, Rohstoffpreise, Corona, der Russe und so weiter, dass der Preisunterschied zwischen chinesischen Shops und deutschen Shops nicht mehr gravierend hoch ist. Also es lohnt sich meist einfach nicht mehr, außer man möchte es halt sofort haben. Die vierte goldene Regel ist, diese Videos sind Recherchearbeit. Manche sagen, ja, du laberst da ja nur rum. Ja, das stimmt, ich laber da nur rum. Aber damit ich rumlabern kann, muss ich halt vorher die Sets recherchieren. Deswegen freue ich mich, wenn euch dieses Video gefällt, dass ihr ein Abo da lasst, dass ihr einen Kommentar unter das Video droppt, welche Sets euch besonders gut gefallen haben, welche nicht, was ihr gerne hättet, was euch fehlt, etc. pp. Kritik, wenn die konstruktiv ist, auch gerne unten rein. Ich freue mich immer, wenn irgendwie Feedback kommt. Ne? Letzter Zeit hatte ich Tonprobleme, das wurde relativ oft besprochen, da habe ich dran gearbeitet, jetzt sind die Tonprobleme weg. Ihr seht, ich reagiere drauf. Tonprobleme nerven mich allerdings auch, wenn ich ein Video anschaue. Also dementsprechend, ja. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, habe ich nicht. Ganz wichtig, die goldene Regel von all dem hier. Sollte euch ein Hersteller nicht interessieren, macht das Video nicht aus, sondern unten in der Videobeschreibung, da gibt es Kapitelmarken. Ja? Die setze ich für euch, dann könnt ihr zwischen den Herstellern hin und her springen. Dann, wenn ihr sagt, okay, keine Ahnung, Hersteller XYZ ist nichts für mich, gerne weiter. Ne? Kommen wir zum Werbeblock der heutigen Veranstaltung. Ich habe einen kleinen Klemmbaustein-Online-Shop. So klein ist der inzwischen auch nicht mehr. Ich habe weit über 200 Produkte. Besonderheit ist, ich selektiere die Produkte vorher und gucke, ob die was taugen. Das ist also ein kuratierter Klemmbaustein-Shop. Das heißt, die Sets, die dort im Angebot sind, die funktionieren, die machen Spaß zu bauen. Es gibt Steine von guter Qualität. Das muss nicht immer für euch die Erfüllung in Klemmbausteinform sein. Aber ihr werdet keine absoluten Rohrkrepierer haben. Ihr werdet nicht irgendwelche Sets haben, die man nicht zusammenbauen kann, weil die Bautechniken, die dort verwendet werden, frustrierend sind, etc. pp. Ich habe neu bei mir in der Klemmbaustein-Boutique, oder beziehungsweise in der Baubär-Boutique,
Probix, das ist ein Hersteller, ein deutscher Hersteller mit Gobrix-Steinen, der Mock-Designs, anspruchsvolle Mock-Designs in Set-Form gießt. Da haben wir zum einen die mittelalterliche Kirche und das alte Haus im Wald. Und diese Sets sind tatsächlich nichts für Einsteiger, sind für Leute, die den gehobenen Bauspaß suchen. Die Sets sind nicht bauabschnittsortiert. Und die Anleitung müsst ihr euch als PDF runterladen, da gibt es einen QR-Code, der liegt bei. Aber wie gesagt, es sind Gobrix-Steine, es ist lizenziertes Mock-Design. Ihr seht schon, das sind sehr detaillierte Fassaden, die ihr hier baut. Ist halt schön fürs Regal oder für die kleine Klemmbausteinstadt. Unten in der Beschreibungsbox gibt es auch für diesen Shop einen Gutscheincode, mit dem ihr noch ein bisschen was auf den hier dargelegten Preis sparen würdet. Ab 100 Euro ist bei mir eh alles versandkostenfrei. Wenn ihr aus Österreich kommt, ab 250 Euro liefere ich versandkostenfrei nach Österreich. Und wenn wir schon mal bei Probrix sind, fangen wir mit Probrix gleich an. Wer Probrix nicht kennt, habe ich ja gerade erwähnt, deutscher Hersteller, wird vertrieben in Deutschland und auch produziert, beziehungsweise in Kartons gepackt und so weiter, von dem Steinchenshop. Steinchenshop könnte einem was sagen. Die haben auch Partpacks zum Beispiel. Hier fangen wir an mit der mittelalterlichen Kirche. Ist ein Mock-Design von Wladimir. Ihr seht es schon, es ist einfach eine sehr komplexe, detaillierte Fassade. Ne? Allein dieses Ziegeldach mit diesen ganzen Slopes. Muss man mögen, sowas zu bauen, bin ich ganz ehrlich. Ist nicht für jedermann. Aber ich weiß, dass die Steinequalität gut ist. Ich weiß, dass man sich dabei was gedacht hat. Hier seht ihr das Ganze auch nochmal aus verschiedenen Perspektiven. Ich finde diesen Glockenturm ganz süß. Ja? Hat so ein bisschen was von der Kirche aus Diablo, finde ich. Hier gibt es noch so einen kleinen Nebeneingang. Sind Fassaden. Also ich bin jetzt nicht so firm da drin, was einen im Inneren erwartet. Aber wenn es hier auf den Produktfotos nicht abgebildet wird, also sprich das Innere nicht gezeigt wird, dann gehe ich davon aus, dass es auch nicht so umfangreich sein wird. Da haben wir das Old House in the Woods. Wäre zu Halloween zum Beispiel ein cooles Ausstellungsstück fürs Regal gewesen, wegen den beiden Kürbissen hier hinten im Garten. Ja, auch hier wieder wirklich so ein kleiner, süßer, verwilderter Garten damit bei. Dann hier halt diese Fassade, die vom Verfall erzählt. Ne? Also wirklich, finde ich, schönes, kleines, schnuckliges Häuschen auch. Ist nicht zu groß. Ne? Sind wir 28x24x19. Also hat auch eine richtig schön aufgebaute Baseplate, also keine wirkliche Baseplate, aber eine schöne Basis hier mit diesem, ja, man könnte sagen, das könnte auch so in so einem Moor stehen, ne? So ein bisschen erhöht. Genau, dann das gibt es nicht bei mir, weil ich finde es nicht so hübsch tatsächlich. Aber hier gibt es das Venetian City House, also ein venedisches Stadthaus. Auch hier mit so einer verrankten Fassade. Ist halt in diesem klassischen italienischen Baustil oder venezianischen Baustil gehalten. Taugt ihn jetzt als Set nicht so sehr, hat aber diesen schönen Innenhof. Finde ich aber irgendwie so ein bisschen, genauso wie dieser italienische Weingarten mit dieser relativ fetten Steinmauer links und rechts. Weiß ich nicht. Also klar kann man das, ne, das schreit quasi, dass man das zusammenkauft. Aber ist jetzt nicht so mein Favorite. Ne? Also hier zum Beispiel haben wir 3289 Steine. Und ich würde sagen, sehr viel geht auf jeden Fall für diese Weinpflanzen hier drauf. Ne? Und dann sieht man hier auch sehr viele 1x1-Teils und 1x2-Teils. Ne? Hier natürlich auch. Dann sieht man hier diese Fässer, diese kleinen, diese Tonnen. Tonnen sind das eher. Also ist auch hier, ne, wenn ich mir das Dach angucke, ich weiß nicht, ob mir das Spaß machen würde zu bauen. Ne? Das Set hat 3229 Teile. Die liegen alle so bei 100 bis 200 Euro. Also das ist schon nicht ganz günstig. Dafür kriegt ihr einen schönen Karton. Gobrix-Steine. Muss man wissen, was man haben will. So. Weiter geht's mit Morg. Morg hat sich mittlerweile so eine kleine Nische geschaffen im Modular-Segment. Beziehungsweise Modularhaus-Segment. Jetzt gibt es hier den Flower Shop. Auch hier natürlich, ne, wieder. Das muss man halt mögen, ne? Es ist halt wirklich ein sehr kleinteilig gefliester Boden. Dann gibt es ja diesen Gewächshaus-Baustil, ne? Also es ist wirklich, eigentlich ist es ein Gewächshaus als Shop, ne? Mit diesen goldenen Türklinken finde ich persönlich designmäßig nicht so hübsch, aber die Bepflanzung hier, die ist schön detailliert, kleinteilig und süß. Und das Ganze ist beleuchtet.
der neue Shit natürlich im Modular-Markt, ne? Funhole hat es vorgemacht, beziehungsweise klar, es gibt schon länger, gibt Beleuchtungskits für jedes größte Modular-Building, auch von Lego, Mold King schmeißt die auch mal mit rein, aber ne, man sagt mittlerweile, kann man was sagen, irgendwie bei den alternativen Herstellern ohne Beleuchtungskit, da geht kein Modular oder überhaupt irgendwie ein größeres Gebäude mehr raus. 1593 Steine. Hier wird natürlich nochmal gesagt, dass das vorsortiert ist. Den Karton kennen wir schon. So sieht es halt von der anderen Seite aus. Hier gibt es dann noch so ein kleines Schild, was davor steht, angelehnt. Eine schöne kleine Laterne. Ja, und halt eben dieses wirklich sehr, diese kleinteilige Fassade mit diesen kleinen Fenstern, ne, wo man es halt sehr lichtdurchflutet. Von hinten sieht das Ganze so aus. Ist jetzt nicht mein Favorite vom Design her, aber geht schon klar. Das Ganze gibt es als Time Café, also als Coffeehouse. Warum hat Time Café steht? Ähnlicher Stil, würde ich sagen, auch mit diesen kleinteiligen Fassaden. Erinnert so ein bisschen an Osu Yang, ne? Ist aber nicht von Osu Yang. Auch hier wieder beleuchtet natürlich. 1512 Teile. Ja, können wir uns hier nochmal angucken. Ich finde vor allem die Bepflanzung hier schön. Das zu bauen wird natürlich eher so semi-Spaß machen. Man hat sich da aber von den Bautechniken her schon bei Osu Yang was abgeguckt, ne? Auch von dieser modernen, kubistischen Fassade. Naja, von hinten sieht es eher unspektakulär aus. Aber das tun Lego Modulars ja auch. Dann kommen wir zu Pantasie. Pantasie hat ein paar Sets rausgehauen, kann man jetzt so sagen. Und zwar zum einen hier diesen Liebesboten. Keine Ahnung. Also wer auf Goldteile steht, wird hier auf jeden Fall fündig. Also es hat wirklich viel, viel Gold. Basiert wahrscheinlich auf irgendeinem Anime-Manga, den ich nicht kenne. Ich bin halt einfach in asiatischer Popkultur so mittel. Sagen wir, ich habe Einstiegswissen. Ja, ich habe Basiswissen. Ich kenne Neon Genesis Evangelion und ich kenne so ein paar andere Animes und Mangas und aber ich bin halt also bei weitem kein Experte. Und wenn es um chinesische Popkultur geht, bin ich komplett raus. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Da sind wir ja, müssen wir auch sagen, sind wir Europäer auch sehr ignorant. Ne? Also irgendwie haben wir so, fehlt uns so ein bisschen der Bezug zu Asien, finde ich immer. Dabei ist es halt, Asien, das ist ja alles, kulturell geht da so viel, da könnte man sich wirklich mal ein bisschen mehr hin orientieren. Ja, das Ding scheint relativ groß zu sein, wenn man hier den freudigen Betrachter in Maßstab dazu zieht. Ich finde, die Figur selber sieht nach sehr vielen Custom-Parts aus, also nach sehr vielen nur speziell dafür angefertigten Teilen, die gar nicht mehr so, also die Figur selber sieht kaum nach Klemmbaustein aus. Die Basis hier sieht sehr nach Klemmbaustein aus. Ne? Und der Halter hier aus diesen Transclear Bricks oder sind das Liftarme? Das sind Transclear Liftarme tatsächlich. Ja, also ein Riesending auf jeden Fall. 45 ab, also 45 cm wahrscheinlich. Die Teile werden wohl irgendwie extra gold lackiert. Okay. Ich hoffe, er macht das nicht wirklich so, weil das ist ja dann alles eingesaugt. Ja, hier sieht man die Klemmbausteine, das Klemmbaustein-Konstrukt sozusagen mit den Hinge-Plates und so weiter. Aber das, die Figur selber, vor allem der Kopf, ne, und die Frisur und dann der Helm in Anführungszeichen, der Kopfschutz, alles Custom Parts. Ne? Auch hier die ganze Rüstung besteht aus Custom Parts. Also das ist alles extra für dieses Set angefertigt. Hat für mich nicht so wahnsinnig viel mit Klemmbausteinen mehr zu tun. Das hier wird ein Print sein, weil bei Pantasie fast alles Print sind. Ja, Masumi Kurumada, wer auch immer das ist, wenn ich das jetzt, Masami, wenn ich das jetzt eingebe, ich google das mal eben, ne? Kurumada. Japanischer Manga-Zeichner. Mhm. Ja. So bekannt, dass man bei, also hier in Europa so bekannt oder in Deutschland so bekannt, dass man hier so, naja, gut. Tut mir leid. Ich entschuldige mich für mein Nichtwissen. Ja. So. Dann hat Pantasie eine ganze Reihe von Brickheads rausgebracht. Ja, das werden hier alles Prints sein, weil das bei Pantasie immer der Fall ist. Also einmal haben wir hier, ist, das ist zum Beispiel auch wahrscheinlich irgendeine japanische, chinesische Anime-Serie, die wir nicht kennen.
Dasselbe hier nochmal, dasselbe hier nochmal, dasselbe haben wir hier. Das ist Metal Slug 3, die beiden, zwei Charaktere daraus. Sagt mir schon eher was, weil ich Computerspiel-Nerd bin. Das ist natürlich Sherlock Holmes, ne? Das ist klar. Und das ist Dr. Watson, also das hier Holmes und Watson. Das Ganze kommt in so einer Vitrine. Zumindest habe ich dieses Foto für halt eben dieses Set hier gefunden. Deswegen gehe ich davon aus, dass die anderen Sets auch in so einer Vitrine kommen. Und dann haben wir hier noch so, ich würde sagen, das ist Resident Evil, aber ich bin mir halt auch nicht hundertprozentig sicher. So kleine Dioramen. Aber so richtig sicher bin ich mir halt nicht, ne? Das Ganze gibt es dann hier auch nochmal. Es könnte auch Final Fantasy sein oder irgendwas anderes, was ich nicht kenne. Das ist irgendwie komisch. Ich guck mal, ob bei Fantasy.com. Ob es da irgendwelche näheren Infos zu gibt. Was haben die denn? Oh, Gottes Willen. So, Bestselling hier. Saint Seiya ist das. Kostet 180 Euro, das Ding. Warum habe ich nicht auf die offizielle Fantasy-Seite geguckt? Meine Güte. Guck mal, jetzt erklären wir das hier zusammen. Okay, also. Newries Fantasy Saint Seiya Sagittarius. Okay, Sagittarius. Ist halt dieser Charakter, ne? Crazy, Alter. Wie groß ist das gute Stück? 40 Zentimeter hoch. Oh, also hat schon was. Ich erklär, das Sache meine ich damit, das entdecken wir das mal gemeinsam. So, was gibt's denn hier noch von. Ah, guck mal hier. Da sind sie doch. Holmes und Watson in so einer schönen Box. Ah, mehr Informationen gibt es aber auch nicht dafür. Ein Zwanni. So. Das ist es im Großen und Ganzen, was man gerade an Informationen nachkriegt. Warte mal, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz. Was haben wir denn noch? Metal Slug? No. Incarnation? Ah, das ist diese schwimmende Festung. Fliegende Festung. Naja, gut. Bevor wir uns diese weiter aufhalten, auf jeden Fall haben wir ein bisschen dazu recherchiert. Dann haben wir hier noch so ein Auto. Bisschen, also wild, was Penne sie da raushaut schon wieder. Wild. Ein Auto. Wird aber gleich noch wilder, verspreche ich. Ja, 16,6, 6,7 hoch. Also so Speed Champions Maßstab, würde ich sagen. Wie viele Noppen haben wir hier? Wahrscheinlich ein bisschen größer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hier noch, da noch. 8 Noppen breit. Okay, passt schon. Das wird ein Prinz sein, tatsächlich. Ich nehme davon aus, dass es Aufkleber sind. Halt hier mit so einer Ladestation, was ist ein E-Auto. Ja, okay, gut. Gibt eine App. Kann das fahren? Nö. Soll das ein Tesla sein? Nein, ist kein Tesla. Weil hier so ein Model S mäßig, aber es ist ja auch kein Model S. Das, wenn überhaupt, wäre das ein Model Y oder Model X oder so, keine Ahnung. Ja, so sieht's aus, ne? Und dann haben wir hier noch den iGame M600, ein Gaming-PC. Mit so zwei Minifiguren, die natürlich in Deutschland nicht dabei wären. 20 Jahre Innovation, Jubiläum von iGame, wie auch immer iGame ist. Sie hat auch eine gewisse Größe, aber jetzt nicht überdimensional riesig. Ich gehe mal davon aus, dass das hier Aufkleber sein werden, weil das geht über mehrere Bricks. Oder das sind halt bedruckte Plates. Können auch bedruckte Plates sein, ne? Crazy. Aha, ist auf jeden Fall ein Hersteller von Gehäusen. Ne, wenn man jetzt hier sieht, hier Sigma M600. Und das ist quasi die Klemmerstein-Version davon, mit einem Klemmerstein in dem. Also hier ist das Mainboard oder Motherboard, hier sind die RAM-Riegel, hier ist die GPU, also die Grafikkarte. Hier ist der CPU-Sockel, hier ist quasi die ATX-Output-Blende. Ja, okay. Ah, hier sind auch so eine Kühlerinfrastruktur. Ah, okay, ja. iGame Ultra D5Z96-Chipsatz. Hier ist Thunderbolt, ne? Das Ding hat auch Thunderbolt. Das ist das Thunderbolt-Logo. Das ist die iGame RTX 4090, wird es wahrscheinlich sein. Vulkan OC. Das ist wahrscheinlich die günstigste RTX 94 auf dem Markt aktuell. Und dann gibt es hier natürlich noch so iGame Vulkan DDR4 Speicherriegel. Schick. Natürlich ist das Ganze beleuchtet, wie es sich gehört. Finde ich ein super Set. Der Brick Soldier hat es, glaube ich, schon. Ich bin kurz davor, es zu kaufen. Es ist hier super abgefahren. 21,7 hoch, 8,6 breit, 21 tief. Finde ich persönlich gesehen, ist von der Größe her vollkommen okay. Ja? Natürlich ist der Karton wieder größer, damit es noch mehr im Regal aussieht. Hey, dann sind wir bei Forangie oder Forange oder Forange oder
I don't know. Die haben ein schönes Segelboot, nämlich den Weißen Schwan, im Angebot. 1672 Teile, die FC-6006, um mal wieder bei den Hard Facts zu bleiben. Hat natürlich eine realistische Vorlage anscheinend. Nö, hat es nicht, aber ist auch egal. Hat hier so Papiersegel oder sind das Plastiksegel? Oder Stoffsegel? Das sind Stoffsegel. Diese Stoffsegel, natürlich ein Display-Stand, wie es gehört für ein Display-Modell. Ist modular, man kann halt da hier die hier, was ist denn das? Das ist die, nee. Das ist die Mensa, also die Kantine. Und dann ist hier irgendwie eine kleine Kajüte zu sehen. Kann man so rausziehen. Süß. Ist auf jeden Fall lustig gemacht. Aha, man kann das Ganze sogar durch die Gegend fahren, weil sind Reifen drunter. Wie man das halt kennt von Booten. Und die haben alle Reifen drunter. Ob das jetzt ein Print ist oder ein Aufkleber, weiß ich nicht. Die goldenen Elemente hier finde ich ganz süß. Mit den Rettungsbooten und so. Kann man auf jeden Fall machen. Sieht gut aus. 66 cm lang, 41,5 hoch, 10 breit. Meinst du, gibt es einen riesen Karton? Ja. Also, du, wenn man jetzt hier so ein riesen Segelschiff braucht und keinen Bock hat, den blauen Stein irgendwie zu supporten, dann hier, go for it. Dann auch von Forangi gibt es hier noch so, ja, so kleine, kleinere Modularhäuser. Also wenn es überhaupt Modularhäuser sind. Das soll hier halt ein Schönheitssalon sein. Finde ich jetzt optisch nicht besonders hübsch. Ist aus dieser Dream-Irgendwas-Serie, Dream-Cottage-Serie. Hier gibt es hier nochmal so einen Blumenladen, glaube ich, mit einem kleinen Haus obendrauf, beziehungsweise mit einer kleinen Wohnung obendrauf. Ich habe nicht mehr Bilder dazu, deswegen sage ich, das ist hier eine Tierhandlung sein, ein Pet-Shop. Ich finde die ganz süß, also die beiden finde ich ganz süß, tatsächlich. Der ist für mich hässlich, kann ich nichts mit anfangen. Kommen wir zu Gao Mizi. Wer Gao Mizi nicht kennt, das ist eine Untermarke von Taigo Li. Taigo Li? Taigo Li? TGL, ihr kennt sie. Habe ich den Bulli von vorgestellt. Und werde ich demnächst den Porsche von vorstellen. Freut euch schon mal drauf. Und wenn ihr im Hintergrund den Audi seht, ja, in der Le Mans Edition von Rastar, den wird es auch auf meinem Kanal demnächst geben. Den baue ich gerade. Sehr nah an einem Lego-Technik-Bauerlebnis auf jeden Fall. Mit offizieller Audi-Lizenz und Transferstickern. Ich glaube, ich werde das erste Mal in meinem Leben Sticker aufbringen. Who knows? Kommen wir zurück zu Gao Mizi. Da gibt es diese Dinosaurier-Attacken-Serie, also Dinosaur Attack. Das ist, fängt an mit der T-1051. Ist natürlich ein Rip-Off von Jurassic Park. Müssen wir nicht drüber reden, aber es gibt halt Dinosaurierfiguren. Ist für Kinder, richtet, ne, 582 Teile, ist einfach zu bauen wahrscheinlich oder macht Spaß zu bauen. TGL hat eine gute Teilequalität. Ich finde es süß, ne? Gibt hier ein schickes Boot dazu, was auch ordentlich ein bisschen was, ne? Ein bisschen Substanz hat. Das ist bei Lego ja bei den Jurassic Park Sets immer ein bisschen problematisch. Dann gibt es hier einen Anleger. Oder die Dinosaurier. Minifiguren werden wir in Deutschland niemals bekommen. Außer ihr holt es euch direkt aus China. Genau, dann kann man kann sogar hier den Arm vom, also den Kranarm bewegen. Ist natürlich etwas, was man von Lego jetzt nicht unbedingt mehr gewohnt ist. Riesenkarton. Alter Schwede. 51 Cent. Da muss man sich mal überlegen. Was denken die sich dabei? Da sind 500 irgendwas Teile, da braucht man noch nie so einen riesen Karton. Platzverschwendung vom Allerfeinsten. So, weiter geht's. Dann haben wir hier so eine, ja, so ein Flugzeugabsturz, kann man das so sagen? Whatever. 643 Teile ist die 1050. Das Flugzeug ist ernsthaft groß, eine 31 cm lang, mit den Flügeln, 26 cm Spannweite und dann 9,3 hoch. Dann gibt's hier so ein kleines Versteck. Einen Flugdrachen gibt es, ne, zwei Figuren und ein bisschen Toolzeug. Und man kann sogar mit dem Flugzeug was machen. Man kann die Kabine oben öffnen. Man kann die Joysticks, also die Flughebel, die Bedienung da verändern. Man kann hinten die Ladeklappe aufmachen, die Laderampe aufmachen. Man kann sogar die Propeller abnehmen und das Landefahrwerk. Eieiei. Und das, beim Versteck kann man hier dieses riesige Fangnetz entfernen. Auch wieder Riesenkarton. Braucht man nicht in dieser Größe. Dann haben wir hier so eine kleine, ja, was soll man sagen, ne? Flucht vom Dinosaurier, keine Ahnung, die 1049, 468 Teile stark. Hier gibt es eine kleine Basisstation, dann gibt es hier ein kleines Autochen, dann gibt es einen Flugsaurier und dann gibt es hier so eine Ausgrabungsstätte.
würde ich mal sagen. Und natürlich zwei Figuren. Figuren vernachlässigen wir mal. Uhu, das ist natürlich cool. Man kann das Ganze zusammenklappen. Die Räder sehen mir ein bisschen mickrig aus, ganz ehrlich. Aber gut. Okay, das ist dann halt so eine Ausgrabungsstätten-Station. Okay, ja, finde ich cool. Der Dinosaurier sieht auch cool aus. Wieder Riesenkarton, müssen wir nicht mal reden. Dann haben wir hier so eine Hütte im Wald mit so einem Offroader und einem Dinosaurier und so einem Sprenglingsabumster. 10,49, ist das ja? Nee, das ist ein Telefon, ne? Das ist ein. Ja, okay. Ein Telefon ist das. 445 Teile. Ja, ist hier so eine kleine. Ist hier so einen kleinen Baum. Ist hier so eine kleine Hütte. Ist hier so ein SUV. Ist ein Dinosaurier. Und hier so ein, ja, Telefon, was man rollen kann. Telefonkoffer. Kann das Dach vom Auto aufmachen. Tolle Spielfunktion. Mua. Ja, wieder viel zu großer Karton. Und das geht so weiter, ne? Es gibt hier dann noch so eine Schnee, Flucht, Verfolgung, irgendwas, Geschichte. Ja, so einen süßen kleinen Schneemann hier. So ein sehr grünen Dinosaurier. Schneemobil. Dann gibt es hier so ein eingestürztes Iglu. Er hat Skier an. Süß, ne? Ja. Ey, 230 Teile. Was kostet ein Set? Ein Zehner wahrscheinlich. Hey, kennen wir aus dem Film irgendwie so ein bisschen, ne? Wie er im Motorrad vor diesem Dinosaurier abholt, 233 Teile, die T10-6, R4-6. Ja, hier ist so eine Kulisse halt, ne? Nichts Besonderes. Kleines Motorrad. Ja Gott, ne? Auch so ein 10-Euro-Set, würde ich mal sagen. Bei Lego wird es wahrscheinlich 30 kosten. Ah, wir sind bei Lotz angekommen. Mit den Ministeinchen. Und Lotz hat so komische, ja, so. Keine Ahnung, Fastfood-Restaurant, Schrägstrich, berühmte Marken, Gebäude gebaut. Verstehe ich null, das Ganze hier. Na, gibt es hier noch von Starbucks, dann gibt es das hier von Shell. Ich wüsste nicht, warum man das haben wollen würde. Dann gibt es das hier von KFG, also KFC, also Kentucky Fried Chicken. Das soll wahrscheinlich Pizza Hut sein. Und dann gibt es hier noch einen Apple Store. Ich habe keine weiteren Infos dazu, leider, weil das sind die einzigen, die ich gefunden habe. So. Gibt nicht irgendwie Teileanzahl und so weiter, habe ich nicht. Mini-Blocks halt, ne, sind ein Drittel kleiner als normale Steine. Dann gibt es hier noch so ein Fressfest, ja, kantonesische Küche. Finde ich super detailliert, super lustig, allein auf die Idee zu kommen. Dann gibt es hier noch so ein Weihnachtskartenmotiv. Also so ein Gemälde auf so einem Ständer. Das Ganze gibt es dann hier auch nochmal mit einem Rentier. Und dann gibt es hier so ein Geschenk, das kann man so aufklappen. Leider ist das Bild mit dem, Gesch wo man sieht, dass man das Geschenk aufklappen kann, super pixelig und super klein, dass ich das gar nicht zeigen kann. Tut mir leid. Lotz hat viel, aber grafisch nicht so toll. Dann haben wir hier, wo sind wir denn jetzt angekommen? Jetzt sind wir bei Sembo. Verdammte Axt. Sembo. Ja, Sembo hat hier so einen rollbaren Weihnachtsautomaten gebaut. Ich frage mich nicht, was das sein soll. Product New Function. Ah, es gibt ein Musikmodul. Warum schreiben die das so? Es gibt ein interaktives Ei und es gibt eine Geschenktasche. Okay, das Ganze hat eine nicht definierte Teileanzahl. Ist die 51, 61, 56. Ist jetzt nicht besonders groß, ne? Okay, wenn man jetzt da. Aha, okay, wenn man hier den Brick Build Coin. Da unten reinsteckt, sozusagen. Ja, also dem Rentier ins Maul steckt, mehr oder weniger. Dann geht die Musik an. BGM heißt Background Music. Ja, das war's. Mehr Infos gibt es zu dem Set nicht. Ich fand's ulkig und abgedreht, deswegen ist es hier drin. Weiter geht's mit Chibi Maruko Chan. Das ist wohl Anime-Serie, was weiß ich. The First Panoramic Restoration Building Block. Ja, klar. Hier steht Wecki. Wecki ist Sembo. Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Ich erzähle euch keinen Mumpitz. Die 516401, ich glaube, das wird in Deutschland nicht erscheinen. Das wird sich auch kein Händler kaufen und es ins Regal stellen, weil, ei, 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 hier mit so einer Brick-Build-Kulisse, also das wird hier wahrscheinlich gedrucktes, auf Papier gedrucktes, auf Pappe gedrucktes Gemälde sein, was man dann halt hier in so eine Brick-Build-Kulisse reinstellt. Ja, danke, danke. Hier sind die ganzen Charaktere, die dabei sind. Chibi Maruko-chan, was auch immer das sein soll. Könnt ihr gerne googeln. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Man kann das Ganze aufklappen, finde ich super. Ja? Diese Pastelltöne muss man auch mögen. Erinnert so ein bisschen an die Simpsons. Aber auch nicht wirklich.
Dann gibt es hier die verschiedenen Räume, also Wohnzimmer, die Schlafzimmer, Kinderzimmer und so weiter. Ah, hier gibt es sogar eine Wendekulisse. Also es gibt einmal Tag und einmal Nacht. Süß. Das ist echt süß gemacht. Dann gibt es hier 6 Lightbricks, die verbaut werden. Verbaut werden. Oh, ich merke, das ist auch, wird auch schon wieder eine lange Folge. Ne? Ich muss ein bisschen Gas geben. Ja, okay, hier sind hier die einzigen Szenerien beschrieben. Das sieht alles nach Prinz aus. Kann ich mir bei Sam. Ah, manchmal ja, manchmal nein. Sieht das wirklich nach Prinz aus? Ja, sieht alles nach Prinz aus. Ah, ja. Grandparents Room. Okay. Kitchen. Ja, ist halt ein Riesending, ne? Also, hier gibt es ein schönes Badezimmer. Alles ein bisschen für uns Europäer minimalistisch möbliert, aber so ist es halt. Ja, süß, ne? Also, sieht auf den ersten Blick gar nicht so viel Brickbuild aus, ist dann aber irgendwie alles Brickbuild. Heio, halalalalalala. The house is so big, ja. 50 Zentimeter lang, 35 tief, 27 Meter Kulisse hoch, kommt in so einem geilen Karton. Instant Buy. Steht da irgendwo, viele Steine das hat? Entschuldigung. 3138 Steine. Also ein amtlicher Klopper. Und dann gibt es hier wieder so kleine, süße Miniaturhäuschen. Ne, so 200 bis 300 Teile. Hier gibt es einmal einen Süßigkeitenladen. Ne, 334 Teile, die 60, 16, 34. Davon haut Sembo gefühlt im Monatsrhythmus 10 Stück raus. Ja. Die Figuren könnt ihr euch wegdenken. Hier gibt es so eine kleine Ananas, ne, so ein Getränkeladen, ja, mit fresh pressed, also frisch ausgepressten Früchten, also richtig frischem Saft. Das Ganze gibt es dann hier nochmal als kleinen Eisstand, ja, 321 Teile, mit Licht sogar. Das geht heute nicht mehr ohne Licht. Und man kann das Ganze aufklappen. Man kann das Ganze aufklappen. Crazy. Hier gibt es einen Barbershop, also einen Friseur. Auch hier wieder mit Licht. Also, sie sind wahrscheinlich alle mit Licht zu sein. Hier gibt es einen Obstladen. Auch wieder mit einem Lichtstein da drinnen. Natürlich, das muss halt alles leuchten, sonst ist es nicht gut. Hier gibt es nochmal ja, einen Limonadenstand, der aussieht wie eine Zitrone. Süß. Von der Idee her süß. 300 Teile. Auch wieder mit Licht. Die Sets kosten 15, 20 € und machen Spaß, ne? Also muss man ja auch mal ganz klar sagen. Kommen wir zum Mold King. Da gibt es hier dieses Piratenschiff mit 1228 Teilen, die 1383, die Galeone soll das wahrscheinlich heißen oder so. Ich habe nicht so wirklich gutes Bildmaterial dazu gefunden. Hat mich auch nicht so richtig interessiert. Kommen wir hier nämlich zum Lamborghini Urus. Ist ein Design von Firas Abu Jabba. Der kann wirklich gut Brick-Build Cars. In diesem Creator-Expert-Maßstab. Ne? Das ist die 10019, 1538 Teile, also schon ordentlich. Extra für dieses Set wurden diese Felgen kreiert, so interpretiere ich das mal. Gibt einen Motorraum. Ja, also der Firas kann schon wirklich gute. Dieses Fake-Logo schon wieder. Kann schon wirklich gute Brick-Build-Autos. 32 cm lang, 16 breit, 10,5 hoch. Wenn man unbedingt einen Lambo Uranus, Urus, wie auch immer, also einen verkappten Audi Q8 oder so, in teuer unbedingt braucht, dann ist in diesem Lime Green, ne, was ja auch relativ bekannt ist inzwischen. Boah, ich habe die Autos bei mir im Shop. Ja, also wenn ihr sagt, okay, ich will mal gucken, was sonst noch so gibt, gerne in die Baujahr Boutique, captain-baujahr.de. Ich finde, die machen Spaß zu bauen, die stellt man sich ins Regal und freut sich dran. Ich kann da nicht viel zu sagen, weil das ist halt einfach ein Display-Objekt. So, kommen wir hier zu ja, einem TIE Fighter aus der MK Space-Serie. Ist, um es einmal vorwegzunehmen, natürlich ein geklautes Muck. Sowas denkt sich Moe King nicht selber aus. Und wenn sich Moe King das Ding ausdenken würde, würde es nicht aussehen wie ein TIE Fighter, sondern wie eine fliegende Klobürste. Es ist einfach so. Die können selber keine Designs. Es ist einfach so. Er ist die 21025, 3758 Teile. Dadurch, dass es ein Mock-Design ist, wird es sicherlich auch wieder ein bisschen frickelig zu bauen sein. Es gibt halt jede Menge Plates in Schwarz und in Dunkel und in Hellgrau. Also, so würde ich das jetzt mal sehen. Wenn man einen TIE Fighter in einer gewissen Größe haben will, why not? Ich würde natürlich in dem Fall immer die Anleitung vom Mokka noch dazu kaufen. Ne? Also das Ding ist 48,4 cm breit, 28,5
hoch und 80 cm lang. Wer den Platz im Regal hat und gerne Staub wischt, go for it. Ich habe die Sets nicht unbedingt alle bei mir im Angebot, weil einfach erstmal es geklaute Mocs sind. Ja, man sich oft mit den Mockern auch nicht einig wird, weil die einfach keinen Bock haben, dass ihre Mocs geklaut wurden. Auch wenn man sagt nachträglich, ey, wir beteiligen nicht an den Umsätzen, haben die keinen Bock drauf, kann ich auch verstehen. Ich habe da den AT-AT im Angebot, weil da irgendwie der Designer mit im Boot ist, bei meinem Großhändler. Den habe ich exakt zweimal bis jetzt verkauft, oder ich glaube dreimal bis jetzt verkauft. Der steht auch bei mir hinten noch im Regal, ich will den immer noch mal bauen. Das sind halt Riesenschrümmer, da muss man halt die Zeit und den Platz für haben. So, weiter geht's mit einem Botanical Garden, den kennt ihr schon. Den gibt es in komplexer und schöner, auch vom Mold King. Hier gibt es den, auch bei mir im Shop übrigens für 99 Euro, ist halt wirklich ein Schnappermodell inzwischen, beleuchtet und so weiter mit diesen schönen Scheiben. Den gibt es jetzt vermutlich nochmal in der Farbe, in der Variante Pastellfarben, bunt, bunt, bunt. Die 16048, 1289 Teile stark. Ja, ist so ein bisschen runterreduziert vom ursprünglichen Design. Wenn ich mir das angucke, ja, ist deutlich runterreduziert sogar, also wahrscheinlich kleiner. Man kann ihn trotzdem oben öffnen und man kann ihn trotzdem beleuchten und es gibt trotzdem ein schön detailliertes Innenleben. Hat aber mit dem Original Mock-Design nicht mehr viel zu tun. Nee. Das Original Mock-Design passt auf eine gerade so auf eine große Baseplate. Das hier ist ja, also eine große Baseplate ist 25x25, also 26x6, je nachdem, wie man die Maße misst. Ich glaube 25x5x25x5 im Endeffekt, das sind ja 19,3. Also kleiner, dazu gibt es das Free Luxury Lighting Kit, was weder Free noch Luxury noch wirklich viel Lighting ist. Ja. Kommen wir zu Keepli. Keepli hat so eine Space-Serie, so kleine Space-Installationen im Angebot. Finde ich ziemlich cool. Das werden hier alles Drucke sein, weil bei Keepli das immer alles Drucke sind. Ist halt ein Satellit, ne? Muss man ganz klar sagen. Hier gibt es einen Display-Stand dazu, wird wahrscheinlich von der chinesischen Raumfahrtbehörde sein, weil es bei Kader auch schon so war. Ja, das Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Dann haben wir das Ganze hier nochmal zum Aufklappen, so eine Raumstation. Das Bild ist Mist, deswegen nehmen wir das Bild. Das ist besser. Die Minifiguren werden nicht dabei sein, wenn ihr das überhaupt noch in Deutschland bekommt. Ich weiß gar nicht, ob der liebe Thorsten überhaupt noch Direktvertrieb ist. Man kann das Ganze aufklappen. Hat man hier so eine Interior. Ich finde es schön. Schön gemacht. Die kann man auf jeden Fall machen. Dann gibt es hier, das finde ich auch so süß, auch von Keepli, so eine Spieluhr. Das ist irgendein Anime oder sonst was. Kein Mensch kann das genau sagen, was das sein soll. Es hat auch schon jemand gebaut und das Ding ist wirklich sehr, sehr süß und sehr umfangreich beleuchtet. Macht auf jeden Fall eine Menge her. Er hat dem Ganzen 4 von 5 Sterne gegeben. Würde ich wahrscheinlich so unterschreiben. Er hat hier noch ein Lachsmiley hinten dran gehauen. Passt schon. Ich finde es super süß. Ist, kommt ohne Motor, finde ich auch ziemlich sympathisch. Also man dreht hier an der Kurbel und dann bewegt sich das alles. Tolles Modell. Keepli hat eine gute Teilequalität. Es wird eine gute Anleitung sein. Okay, hier sind Sticker, die man draufkleben darf. Toll. Ja, aber ey, machst du nichts mit falsch. Wahrscheinlich. So, wenn man damit was anfangen kann. Kommen wir zu Wange. Wange macht jetzt auch in Brickhead Architekturmodelle. Also hier ist die Freiheitsstatue, steht in New York. Finde ich, ist ein süßes Modell, ist süß umgesetzt. Wange hat eine gute Teilequalität, hat gute Anleitung, 414 Teile. Würde ich mir auf jeden Fall in den Shop holen. Fände ich auch cool, dass irgendwie einem, keine Ahnung, New York-Fan oder jemandem, der in New York lebt oder der nach New York in Urlaub fährt, irgendwie mit als kleines Geschenk zu machen, wird wahrscheinlich auch nicht viel kosten. Süß, ne? Dann gibt es hier die Villa Savoye in Paris, steht die. 1126 Teile stark, ist ein typisches Wange Architekturset. Also es wird viel Luft umbaut. Muss man, das heißt, wie bei jedem Architekturset von Wange, interessiert einen das Gebäude oder lässt es einen kalt? Ich finde, es ist ein sehr kubistischer Klotz. Hat aber die Möglichkeit, das Dach abzunehmen, 27,1 tief, 36,7 breit oder lang, je nachdem, wie man sehen will, und 14,5 hoch, also schon groß. Ja, wenn man das haben will. Das gleiche gilt hier für diesen Tower, der irgendwo rumsteht.
wenn man das haben will. Wahrscheinlich werden das hier Drucke sein, können aber auch Aufkleber sein bei Wange, weiß man nie so genau. 1243 Teile. Ja, ne? Wenn einen das anmacht, dann kauft man es, wenn nicht, dann nicht. So ist es halt. Dann haben wir hier noch Santorin als Stadtkulisse sozusagen mit dem Strand und ne, den berühmten Wahrzeichen von Santorin. Auch ein Set, wo man wenig mit falsch macht. Ne? Wange hat eine gute Teilequalität, die Anleitungen sind okay, die Bautechniken sind manchmal ein bisschen wild, aber ich meine, wenn das Ding steht, dann steht das. Ne? Kommen wir zu Quisile. Gott hat mich die Marke schon wieder Nerven gekostet. Ich habe diese riesen Tiefgarage gebaut, dieser Tiefgaragenstellplatz im Maßstab 1 zu 8, dass man da so einen Supercar reinstellen kann. Gibt es ein Video zu am Wochenende? Der November, die ersten beiden Sets, der Ferrari F40 und diese Tiefgarage, haben es in sich, tatsächlich. Ja. Naja, wollen wir nicht näher darauf eingehen? Es wird auf jeden Fall spannend, kann ich jetzt schon mal sagen. Hier haben wir vom Designer Wizard einen Schuh, in dem eine Blume steckt. Ja. Wuso Hardcore Manufakt. Ich glaube, die haben keine Ahnung. Restoring Shoe Detail. Ich finde den Schuh ja wahnsinnig süß. Ja, und da ist dann halt so eine kleine Gänseblume, so eine Sonnenblume drin. Gänseblume. Quisile Teilequalität, wisst ihr, ist nicht das Gelbe vom Ei, ne? Aber ey, ganz ehrlich, wenn man das Modell hübsch findet, why not? Wird einen auf jeden Fall nicht mit schlaflosen Nächten zurücklassen. Hier haben wir den Moon Man als so kleines Gemälde vom Designer Wizard, die 944. Hier, warum stehen hier eigentlich keine Teile mehr? Keine Teileanzahl mehr. Es ist irgendwie so verklausuliert weggespart. Finde ich auch, ist super süß mit dem fliegenden Astronautenhund hier. Und dem Kleinen hier auf diesem Schlitten. Dazu gibt es halt hier noch so eine austauschbaren Hintergrund. Ach, komm, machst du nichts falsch mit. Ne? Wenn du dich da irgendwie drin verliebt hast, dann muss es ja halt. Die Modelle kosten ja auch alles nicht. Vom Designer Lance X gibt es hier so eine Mondlandefähre. Auch süß, ne? 943 ist die Setnummer. Quisili, die haben manchmal Aufkleber, manchmal nicht. Also, man kann dazu, bei Quisili kann man sagen, geht der Aufkleber über mehr, also geht das Motiv des Druckes über mehr als ein Bauteil, dann ist es auf jeden Fall ein Aufkleber. Also, das wird ein Aufkleber sein. Das ist sogar gefedert, das Ding, an allen drei Achsen und jeweils mit zwei Federelementen. Das ist ein Technik-Liftarm-Unterkonstruktion mit diesem Liftarm-Käfig hier. Liftarm-Frame. Oh ja, das ist ein verkapptes Technikset sogar. Schon interessant. Technikteile von Quisili. Dann hier von R-Type Ace nochmal so eine kleine Mondlandefähre. Die 942. Warum stehen die Teile hier nicht mehr bei? Auch süß. Auch wieder mit einer richtig soliden Technikunterkonstruktion hier. Junge, Junge, Junge. Das wird ein Prinz sein hier hinten. Ah, ja doch, ist ein Prinz. Sonst wäre das ja hier ein durchgängiger Aufkleber. Das kann Quisili nehmen. Prinz in Sumpen. Aber können Sie sagen. Dann haben wir hier so ein Gemälde aus 18.638 Teilen. Das sehe ich ja jetzt gerade. Also, weil ihr schon immer mal 18.638 Dots haben wolltet, go for it. Hier. Gefällt euch das? Der Termin beim Psychologen ist euch gewiss. Hier, okay, haben wir das hier auch als Angabe? Nö, haben wir nicht. Okay. Moonman Pixel Painting. Ja, danach ist man, glaube ich, durch. Wenn man das fertig gebaut hat. Dann haben wir hier nochmal so ein kleines Herz. Oh, die 102706. Ja, ganz süß. Das tut sicherlich nicht weh, das zu bauen. Gibt es in zwei Varianten. Süß, ne? Dann haben wir hier noch so eine kleine Blume mit einem Blumenpott dazu. Aber so klein ist die auch nicht, ne? 38 mal 26 mal 7. 92034. 41 Zentimeter hoch. Eieieiei. Okay, ich gebe mal alles zurück. Eine große Blume haben wir da. So, dann haben wir hier noch den Moon Man, also den Mond, also den Astronautenhund.
Das ist ein Känguru. Das ist ein Känguru und hat ja einen Schwanz hier. Ah, kann auch ein Hund sein. Wer weiß das schon? Die 941 vom Designer Jay Wick. Auch süß, ne? Mit diesem, oh, dieser Ständer. Oh. Hier, die Transkli-Kuppel wird sicherlich verkratzt bei euch ankommen, erwartet da nicht zu viel. Das Ganze haben wir hier nochmal als Mann. Und das nochmal in einer anderen Farbe vom Anzug. Genau. Weiter geht's mit Segao. Segao hat so eine süße kleine, ziemlich pink, lila Welt aufgemacht. Windsor, Castle Windsor heißt sie. Von Segao. Segao hat so eine semi-teilige Qualität. Ist so ein bisschen wie Bluebricks, ne? Und da gibt's dann halt einmal hier das Schloss. Dann gibt es hier so eine komische Eisen, also so eine komische Achterbahn. Ja, das soll irgendwie, also es gibt einfach eine Achterbahn. Ja? Gibt es halt. So. Dann gibt es hier ein Karussell. Dann gibt es hier so ein Boot, so ein Raddampfer. Keine Ahnung, was auch immer das sein soll. Windsor Parade Float. Also ein Paradefluss. Fluss, genau. Ein Paradefluss, Alter. Ihr wisst, was ich meine, oder? Hoffentlich. Danke. Wie nennt sich das? Ein Paradefluss. Meine Güte. Ja, dann hier nochmal eine Kutsche mit einem fliegenden Pferd natürlich. Alles super kitschig. Und dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Jahrmarktstand. Mit einer Wippe, zum Babykarussell. Da gibt es einen Eingang, wo man die Tickets lösen kann. Da gibt es hier diese komischen Minifiguren, die kein Mensch braucht. Und dann geht's weiter mit Segao Mini-Blocks. Da gibt es diese riesengroße antike Kasse. Mit der Kurbel und allem Pipapo und hast du nicht gesehen. Eieiei, das Ding ist ein Riesenklopper. 1630 Teile. Okay, es sind Mini-Blocks, ist natürlich kein Riesenklopper, aber man muss da schon eine Menge bauen, tatsächlich. Und es ist sehr, sehr golden. Finde ich irgendwie lustig. Dann hat Segao, das sind alles Mini-Blocks, das kommt von Segao. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mache keine Diamonds, aber Minis mache ich. Dann haben wir das kubanische Restaurant. Da gibt es so eine ganze Spielwelt für. Das ist geklaut von Lego. Und irgendwas hiervon ist auch nochmal ein geklautes Mock. Aber guckt euch das an, ey. Wirklich, das Ganze ist, also es sind halt Mini-Blocks, ne? 2279 Mini-Blocks. Wer, wie, von der Idee her finde ich es cool. Ja, modulare Gebäude in einem kleineren Maßstab, damit man nicht so viel Platz im Regal verschwendet. Dann kann man sich halt auch ein paar mehr ins IWA stellen oder so. Das Ganze gibt es dann hier nochmal die Church of Cuba. Auch halt vom Design her wilder Mix, aber die kubanischen Gebäude sind halt auch so bunt. Zumindest das, was ich mal davon gesehen habe. Ich war noch nie in Kuba. Auch wieder süß, ne? 2300 Teile. Und trotzdem nicht so ein Riesenklopper. Dann gibt es hier auch noch ein Schiff in dem Maßstab. Also in diesem Mini-Block-Maßstab. Finde ich auch, ist ein super süßes kleines Schiff. Segao-Teilequalitäten ist immer so ein Problem. Das Pearl-Gold können die aber einigermaßen. Dann haben wir hier in normalen Größe, in der normalen Standardsteingröße haben wir so kleine Gemälde. Scheint wohl irgendwie auch wieder ein Trend da zu sein. Hier haben wir hier so eine kleine Blumenlandschaft. Dann haben wir hier einmal so eine Raumstation, auch ziemlich süß. Hier haben wir halt das Ganze nochmal so als Blumenstillleben, ne, mit Sonnenblumen halt. Die haben so 580 Teile immerhin. Das ist nicht wenig. Was hat das? 542 Teile. Oh, okay. Also 20 cm breit, 26 hoch und 16 tief. Also schon amtliche Modelle. Dann haben wir das Funhaus Mini-Block-Maßstab. Das Ding finde ich super, ne? Das sieht richtig aus wie so ein verwunschenes, kleines, also großes Herrenhaus, ne? Mit diesem Turm hier auch. Total wilder Stilmix. Aber hier halt, ne, wie viele Etagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stockwerke hat das gute Stück. Man kann die alle abnehmen. Also alle separieren bis auf die oberen drei hier. Die kann man dann halt von der Rückseite einsehen. Die ist super von der Idee her. Auch hier die ganze Einrichtung, wie detailliert das ist, finde ich toll. Also würde ich niemals bauen, weil das gute Stück hat irgendwie 4.851 Teile. Boah. Aber lustig. Dann gibt es das Ganze hier nochmal als Kristallpalast. Ja? 1972 Teile, die 01014, aber auch wieder Mini-Block, ne, Mini-Block-Maßstab mit diesen kleinen Mini-Figuren hier.
aufklappbar. Ja, auch super, ne? Trans Blue dabei. Hier haben wir dann im Mini-Blockmaßstab nochmal so ein Weihnachtsmann-Szenerie. Finde ich auch süß. Ja, auch nichts sagen. Und dann haben wir hier nochmal das Lebkuchenhaus im Mini-Blockmaßstab. Ich glaube nicht, wahrscheinlich ist es beleuchtet, aber ich glaube nicht, dass da Rauch rauskommt. Steht zumindest nichts dabei. Und damit beenden wir die aktuelle Folge der Klemmbaustein-News. Ja, wirklich viel mehr gab es nicht. Wenn man jetzt sagt, oh, das ist ja aber enttäuschend, dass es nur 50 Minuten Klemmbaustein-News dieses Mal gab. Keine Ahnung, was ihr mit eurem Leben sonst so macht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen eurer Sets. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es erneut heißt, der Captain schippert durchs Meer der alternativen Klemmbausteinhersteller und versucht nicht unterzugehen. Bis dahin, bleibt gesund, baut was Schönes, euer Captain.